So, und schon begrüße ich auch die Zuschauer auf meinem Kanal. Oh, lass mich mal hier machen. Ich muss mich erstmal entleeren. So, kann losgehen. Jawohl. Ich bin leer. Minen mit unserem kleinen Kurzschwert, Junge. Teil 2, ja. Aber das macht sogar, ich glaube, es macht sogar mehr Schaden als unser altes, kaputtes, rostiges Kackerschwert. 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 Unser Kackerschwert. Naja, da bin ich mal gespannt. Naja, auf jeden Fall werde ich mir am morgigen Tag erstmal einen Rucksack gönnen. Ja, heute ist ja eh wieder Ruhetag bei Pierre. Ja, von daher. So. Komm, fangen wir bei der 1 an oder willst du direkt in der anderen? Ach, das ist direkt hier 15. Alles klar, oder? Ich komme drauf. Zack, 15. Alter, was ist hier los? Komm her, du Assi. Nein! Verwandelt sich. Geh weg. Es ist Kurzschwert, irgendwie ist es. Es hat nicht so viel Knockback wie die anderen, ne? Das ist aber auch praktisch. Ja. Ging ja einfach richtig durch. Komm her, du Assi. Ja, das heißt halt, diesen Radius da steckt unten nicht. Oh, ich hab das. Ich hab Dauerproben. Nein, aua. Aua. Oh. Also. Jetzt, Alter, warum kriegt denn der bei mir immer ein Stück? Das nervt. Das war ich, weil ich den in dich reingeboxt hab. Oh, weiter. Tschüssen. Tschüsschen. Aber ihr wollt doch Steine farmen. Kannst auch hier unten. Ja, das stimmt. Dauerhafte Fliege. So, den Stein nehmen wir auch noch mit. So. Oh, endlich. Bist du schon wieder eins nach unten? Nee. Nee, nee. Hier rennt er noch rum. Oh, oh. Also, es gibt in diesem Spiel noch diverse verschiedene Waffen. Der hat mir das Schwert ein bisschen besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es mehr Knockback hat von den Gegnern, ne? Schade. Hä? Aus dem Stein kam gar nichts raus, nicht mal ein Stein. Oh, das passiert tatsächlich. Gehen wir noch eins runter. Kommst du mit? Ja, ich komm. Wie wimmelt das von Monstern? Lumpy, Lumpy Luigi. Lumpy. Oh, guck mal, Schleimspur. Also. Komm her, du Schleim. Au. Das sieht aus, als ob du dich so mit dem Stock ankiekst. Alter, reiße dich zusammen, du hässliche Fliege. Ich hab wieder Fliegen-Sound dauerhaft. Ja, also ich bin fast tot. Ja, ich auch. Genau so musst du es machen. Pingball. Ist hier unten. Junge, gucke dich den an. Einfach stehen bleiben. Ah. Baby, ich darf nicht sterben. Haben wir irgendwas zum Essen dabei? Ja, ich hab noch was. Ich hab eine Beere. Hier ist ein Schwert. Nimm dir das Schwert, Alter. Oh. Jawohl, Schnitzmesser. So, ich hau dir erstmal hier. Jawohl. Ich glaube, das Schnitzmesser. Ja. Ist genauso. Kacke. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht gehen wir erstmal wieder raus. 1 bis 3 Schaden. Und fangen doch nochmal von vorne an. Ich will noch ein paar Steine farmen.
schnell. Ich hab 40 Stück habe ich jetzt schon eingesammelt. Oh, dann gib die mal her. Obwohl, ja, ist eigentlich egal. Boah, endlich Ruhe. Ach ja, du hast ja dieses nervende Bzzz. Warte mal, muss ich nicht noch in der Abenteuer gehen? Nee. Ob ich das so schaffe oder nicht? Ich schaff das nicht mehr, Alter. Die macht doch 16 Uhr wieder zu und sagt sie dann, ich muss Yoga machen. Ich muss nochmal in der Abenteuergilde. Echt? Ja. Okay, dann vielleicht findest du jetzt noch ein schönes Schwert für dich oder so. Ein besseres. Ich finde das auch nicht so pornös. Ich finde es cool, dass man damit so schnell zuschlagen kann. Aber einer von uns beiden bräuchte vielleicht noch ein anderes Schwert wenigstens, der dann immer so schön knockbacken kann oder so. Naja, eine Belohnung habe ich jetzt nicht nochmal extra gekriegt. Wirklich tatsächlich nur, ich könnte eins kaufen, ja, ein Schwert. Aber gut, die Holzklinge, 3-7 Schaden. Warte hier. Ich will ein Silo bauen, Junge. Vielleicht baue ich das Silo einfach hinter mein Haus, dann steht es nicht im Weg. Was hältst du von der Idee? Also die Holzklinge macht 3-7 Schaden. Kostet auch nur 250. Okay. Das ist so gut. Naja, dann nehme ich das. Ja, dann kauf mir auch meins mit, bitte. Okay, dann verkaufe ich aber mein Dolch. Ja, mach das ruhig. Okay, kaufe ich immer noch eine Holzklinge, zack. So, wo wollen wir den denn errichten, den Onkel? Kann ich den hinter meinem. Hinter meinem Haus kann ich ihn tatsächlich bauen. Soll ich ihn hinter mein Haus bauen? Klingt doch Nuse. Zack. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude in Anführungsstrichen Silo zu bauen. Dankeschön. Oh, Luigi. Ich war den ganzen Gedanken versunken über ein paar neue Schuleinerei-Projekte. Und dann bauen wir das Silo. Ja, genau so. Jetzt ist hier wieder so ein verfickter Kackwurm. Ich spreng den Wurm, Alter. Ich sprenge ihn. Mit was denn? Oh, lol, das geht wirklich? Hast du eine Cherry-Bomb dabei gehabt? Ja, ich habe eine gefunden. Du kannst tatsächlich an der Bushaltestelle sehen, dass dort relativ viele Lachsbeeren wachsen. Oh, cool. Eins, Bushaltestelle. Drei. Ich habe hier noch eine Krabbe dabei, die müssen wir auf jeden Fall für unser Buch aufheben, für das eine. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon freigeschalten haben. Deswegen packe ich es erstmal in die Trusen. So, und das dann. Tatsächlich, alleine vor dem Tunnel stehen 6 Stück. Schon wieder 10 Lachsbären gesammelt. Ach was. Jo. Krasser Dude. Krass was zum Verkaufen. So, hatte ich jetzt eigentlich den Amethyst schon gespendet? Glaube nicht. Ich habe jetzt noch einen zweiten, den verkaufe ich mal. Was machen wir mit dem Quarz? Das kommt da in die Truhe, in die braune. Guck mal, ich habe nämlich angefangen umzusortieren. Oh! Da kommen jetzt alle unsere Baumaterialien rein. Dann haben wir hier in der Grüntruhe das fürs Haus. Jo. Und der schwarzen, den Monsterquark. Ja, ne, beziehungsweise Samen und so ein ganz anderer Krempel halt, ja. Oh. So, dann hoffen wir doch mal, dass wir morgen vielleicht den Blumenkohl ernten können. Try the rainbow, taste the rainbow. Oh, wir können uns bald schon an unserer Hacke aufrüsten. Oh, erstmal will ich meinen Rucksack. Gut, dann gehen wir ins Bettchen, oder was? Ja, vorher nochmal im Fernseher gucken. Ja, König der Soßenwiederholung, schade. Wetterbericht sagt, morgen den ganzen Tag klar und sonnig. Das heißt, schon mal schön. Achso, hast du mir ein Schwertchen mitgebracht? Jawohl. Nice. Kann ich mein Kackschwert wieder wegpacken? Gebe ich dir dann... Jo. Am nächsten Tag.
Nacht, Luigi. Ja, gute Nacht, Mario. Ich gehe auch gleich in die Bette. Mario. Mario und Rurigi. Neues Herstellungsrezept. Oh, Treppen. Geil. Mit den Treppen, da brauchst du nur 99 oder 100 Steine und dann kannst du in der Mine dir eine Treppe nach unten bauen. Wenn du zwei Runden stehst? Also wenn du genug Steine dabei hast, dann kannst du einmal skippen quasi. Das kann ja schon manchmal was bringen. Kak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 
Ja, Money in the Bank. So, dann gehe ich nämlich direkt mal zum Meister Eder und lass nämlich meine Spitzhacke verbessern. Was hältst du von der Idee? Ey, what? Oder? Oder? Hauptsache du, weißt du? Ja. Ich arbeite hier wie so ein Tier und du steckst hier das ganze Jutzzeug ein, ne? Mhm. Schäfst dich nicht ein bisschen? Zwei Magnetringe, Regenstiefel. Du hast bessere Stiefel als ich. Das kommt uns beiden doch zugute. Babbelabab. Weißt du, die ganze Kohle raus, muss ich in eine Bronze, Kupfacke. Kupfacke. Eine bronzefarbene Kupfacke zu kaufen. Bronzefarbene Kuhkacke. Oh, ich habe auch einen Samen gefunden. Der Nacho oder vor dem Müll dann, ich höre das. So, was ist denn hier mit dem Silo? Ja, das wird gebaut, das dauert ein paar Tage, Junge. Das ist nicht wie im echten Leben, ja, dauert das, wenn man baut. Das Silo ziehst du da an einem Dach hoch. Dach hoch. Das Blöde ist, du kannst dich nicht mal beim... Was mit der Katze, ist die tot? Nee. Ach, jetzt kann man sie beobachten. So, beobachten wir mal ein bisschen Robin beim Arbeiten. Die Pass-auf-Methode. Wenn er arbeitet, die anderen passen auf. Also wie der Clint aussieht, alles. Der sah im Original deutlich besser aus. Ja. Ja, Opfer. Hm. So. So ein altes Manga-Opfer. Jetzt stehe ich hier und weiß mein Dach nicht mehr anzufangen. Ich stehe hier und singe. Den Rest singe ich jetzt nicht weiter. Ich auch nicht. Komm auch du, greif zu. Ich hab Kacke am Schuh. Frischer Bräuchchen gibt's dazu. Ja, Unkraut, fort. Alter, ich hör die Unkraut mähen. Aber ich bin in einem Haus. Wie machst denn du das? Ha, it's magic. Zigana Magic. Zigana Magic. So, zack, zack. Jetzt habe ich meine Gießkanne schon weggepackt. Ich trottel. Bündel Handwerker geht nicht. Bündel Sommer geht nicht. Bündel Nutzpflanzen Herbst geht nicht. War schon alles voll, Junge. Geile Scheiße. Ich habe noch eine Geode. Eine Geode. Geode. Flussfische, spezielle Fische. Nachtfische, ja, ja, Krabbenfische. Das ist eigentlich eine gute Idee, warte mal. Ach, ich glaube, ein Aal kann man da Nacht fangen oder so. Teichfische und Ozeanfische. Fischi, Fischi. Was gibt's hier drüben noch zu erledigen? Ich weiß es nicht mehr. Büttelschmied. Ach ne, ja. Einen Kupferbarren kann ich ja wohl noch reinwerfen. Das ist ja nicht das Problem. Wir brauchen noch ein Eisen und einen Goldbarren und dann. Ja, geht das los. So, 100 Schleim, 10. Und 10 Dinger hier von Fledermäusen. Flügel. 10 Schleim? Mhm. Wo ist der jetzt Schleim hin? Ach hier, 72. Dann brauchen wir noch einen Quarz, eine Eisträne und einen. Rosenquarz oder so. Mhm. Oh, so, ich schwing mal kurz die Angel. Schwinge mal. Schwing deine Angel. Für mich. Schwing. Für mich. Schwing. Ey, wieso habe ich meine Spitzhacke nicht? Ach so, weil ich die gerade. Okay, die hat ja gerade weggepackt. Weggetauen, weggebracht. Zum krassen Fertigmaken. Schwing deine Angel. Für mich. Swing, swing, swing dein Ding. Epische Angelmusik. Ich bin hochkonzentriert. Freunde. Hey! Hast du da oben gerade was weggemäht? Nee. Hä? Weil mir ist gerade auf einmal ein Stück Rasen verschwunden. Da war das. Interesting.
Den restlichen Kupfer, den bringe ich mal weg. Putz. Da. Mein Freund. Hast du den Amethyst immer noch nicht in die Mine gebracht? In die Mine. Zum Museum. Zum Museum, Mann. Na gut, dann mache ich mal mit. Also bisher habe ich zweimal Müll, eine alte Zeitung und... Mir richtig gelohnt bis jetzt? Yep. Max. Zack, Brille. Das ging auch schnell, eine Brille. Ich glaube, wir haben echt nur Müll in dem Teich. Ja, das kommt doch auf dein, das kommt doch auf dein Level an. Das Gras hat da richtig viel. Wenn so ein Silo da ist. Aber wir dürfen nicht das ganze Gras weghacken. Ein bisschen was muss da bleiben, damit wir das nachwachsen können. Nachwachsen? Freilich. Da wir das mal ein bisschen schön nachwachsen können, nicht? Entspannend. Zweite Runde. Oh, jetzt habe ich auch so ein kleines mitgezogen. Vor Schreck. Eule! Eule! Müll! Ich habe bisher auch nur Müll rausgezogen. Und dabei ist es auch schon 20:40 Uhr, ne? Ah, ist ja nicht voll clever, dass wir das jetzt tun, weil dann können wir unser Fischen-Level steigern. Jawohl! Nein, verdammt, wird doch kein Perfektor mehr. Oh, Treibholz, nice, das brauche ich. Wenn du Treibholz findest, nicht verkaufen. Treibholz brauche ich, weil meine... Ich habe den Namen von ihr vergessen. Aber die meine Freundin werden soll, die mag Treibholz zum Beispiel. Maru mag Treibholz? Nee, nicht Maru. Wer dann? Na, die mit den orangenen Haaren. Lea. Ja. Die mag Treibholz. Ja, keine Ahnung. Die ist so naturverbunden vielleicht. Treffer! Ja. Jawohl, Alter. Das wird ja richtig krass Fisch. Ich stell mir das gerade vor, du kommst zum Date und schenkst der Frau wieder gegenüber ein Stück Treibholz. Freilich. Schwarzbarsch. Naja. Zack, Jojo Cola. Max Power. Max Power. Der Mann mit dem Namen, dem man immer vertraut. Also das meiste, was ich bisher habe, ist dreimal Zeitung. Okay, ich habe bis jetzt von jedem eins. Eine Brille, eine Zeitung, ein Müll, ein Treibholz, eine CD, ein Fisch und jetzt habe ich zwei Cola. Lohnt sich. Perfekto. Krass. Einen krassen Fisch rausgeengelt. Wow, noch kein neuer Rekord. Krasse Brille. Max Power. Nachtangeln hier. Immer noch besser als nackt angeln. Man kann auch beides machen. Nachts nackt angeln. Viermal durchweicht Zeitung, ey. Oh, jetzt habe ich auch noch eine Alge. Hui. Es wird spät. Ja, den einen, den mache ich jetzt noch und dann gehe ich in die Heuerbettchen. Oh, eine scheiß Brille. Okay, tschüss. Den einen Brille. Gut, ich mache den einen Müll. Ja, ich klüppel den ganzen Kram auch da rein. Außer mein Treibholz. Da weiß ja nicht, wofür es gut ist, ne? Ich komme nicht rüber auf Ack. So. Zack. Zup. Caterpillar kommt heute nicht rein. Gut. Leben vom Land. Gut, weiter Tipp, bla bla. Wettervorhersage? Ein erfrischender Regen. Wetterbericht sagt. Guten Morgen. Menge Polen. Wie immer. So, ich lege im Bett. Ins Bett gehen. Ja, liebe Leute, darum würde ich mal sagen. Macht's gut, bis dahin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst den Daumen da, so wie immer. Ja, macht das immer sehr freundlich. Freundlich. Was? Hofarbeit, Stufe 2, Gießkannen-Effektiv. Hatten letzte Mal, den Steinzaun, Mayonnaise-Maschine und Sprinkler, verdammte Axt. Endlich können wir Sprinkler sprinkeln. Na dann, also, macht's gut, bis dahin und tschüss. Jesse! Achso, wir wollen noch gucken, wie viel. Verdammt.
5 von 5. Tschüss.